Hallo ihr Lieben, hier ist Birgit von Stempelbund. Heute habe ich mal wieder ein paar Informationen für euch und zwar zu einer tollen neuen Produktkollektion, die erhältlich ist ab dem 2. März 2021. Und zwar sind es schon neue Produkte aus dem kommenden Jahreskatalog von Stampin' Up, der ja im Mai dann wieder startet. Und ihr könnt euch vorab diese wirklich, wirklich tollen Produkte sichern in einem sogenannten Vorverkauf. Und zwar ist es die Reihe Flügel voller Fantasie, nennt sie sich. Und da habt ihr eben alles rund ums Thema Schmetterlinge. Ich weiß, wir haben schon einige Sets zum Thema Schmetterlinge gehabt und haben sie auch noch in den Katalogen. Aber ich finde, diese ist wirklich ganz, ganz toll. Ihr habt große Schmetterlinge, kleine Schmetterlinge. Ihr habt tolle Stanzformen dazu, stelle ich euch gleich alles auch im Einzelnen vor. Ihr habt ein super tolles Designerpapier und ein Spezialpapier dazu. Und ihr habt auch wieder den Vorteil, wenn ihr das in einem Paket kauft, dann wieder vergünstigt zu bekommen. Das Besondere an dieser Aktion ist, das Designerpapier und auch das Spezialpapier gibt es nur, solange diese Voraktion jetzt läuft. Die Stempel und die Stanzform, die werden dann auch im Jahreskatalog erhältlich sein, das tolle Papier nicht. Also wenn ihr das haben wollt, und ich empfehle es euch, ich habe damit gebastelt und ich finde es ganz, ganz toll, dann müsst ihr euch das jetzt dann sichern ab dem 2.3. Laufen tut die Aktion dann bis zum 3. Mai 2021. So lange wird es eben das Papier dann auch oder die Papiere dann eben auch geben. Aber wie gesagt, nur so lange eben dann diese Voraktion läuft. Was sind das für Produkte, die euch erwarten? Zum einen ist es dieses Stempelset, nennt sich Butterfly Brilliance, und das ist ein Gummistempel. Und diese Stempel, im Prinzip sind es mehrere Stempel, die hängen aneinander. Das ist also ein großformatiger Stempel. Da braucht ihr dann auch den großen Stempelblock. Wenn ihr den nicht habt, den müsstet ihr euch dann mit zubestellen, damit ihr eben diese tollen Schmetterlinge auch gut abstempeln könnt. Wichtig auch bei diesen großen Stempeln, wenn ihr die einfärbt, tut sie euch auf den Block ziehen, nehmt das Stempelkissen und färbt dann so die Stempel ein. Also nicht diesen großen Stempel auf das kleine Stempelkissen drauf, sondern umgekehrt. Dann kriegt man einfach eine gleichmäßigere Fläche hin und ihr habt dann auch den Stempelabdruck schön auf eurem Papier. Genau, also. Dieser Block, wie gesagt, ist nicht dabei, den müsstet ihr euch dann eben passend dazu bestellen. So sehen die Stempel aus. Wer mutig ist, der kann sich diese Stempel, das geht ganz gut, hier einmal durchtrennen und hat dann die Möglichkeit, die Stempel auch einzeln zu verwenden. Wer möchte, das ist kein Muss, viele können sich da nicht überwinden, aber wenn man das wirklich mit einem ganz scharfen Cutter auch macht, mit so einem Skalpell, dann kann man diese Stempel auch ganz exakt wieder auf den Block zusammensetzen und dann passen sie auch wieder in die Stanzform. So viel zu diesem Stempelset. Also ihr seht, das sind ganz tolle Designs, sehr filigran auch, und es stempelt sich auch super ab, sieht ganz toll aus. Und ihr habt eben diese verschiedenen Größen auch, ganz groß und eben auch die kleineren Schmetterlinge, und das finde ich halt wirklich ganz, ganz toll. Die passenden Stanzformen, die kommen dann eben im Produktpaket, sehen so aus. Das sind also zwei Blätter sozusagen. Ihr habt einmal die einzelnen Stanzformen, wo die Schmetterlinge so 3D-mäßig sind, und ihr habt hier eine große Stanzform und die stanzt euch dann komplett einmal den Stempel sozusagen aus. Das ist jetzt hier verkleinert dargestellt. Ich kann es euch auch mal auf den Originalstempel heben. Also dann seht ihr, dass das also ganz genau passt. Und dann habt ihr mit einem Schwung 6 Schmetterlinge ausgestanzt. Das ist die eine Form. Und dann habt ihr hier noch so kleinere Stanzformen dazu. Muss ich ergänzen. Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, habe ich euch das wieder ausgestanzt. Legen wir mal zur Seite. Und zwar habe ich das hier für euch. Einmal hier oben seht ihr die abgestempelten Schmetterlinge, ausgestanzt mit der Stanze.
Und ihr seht hier die filigranen Schmetterlinge, also die sind wirklich ganz, ganz, ganz bezaubernd. Sehen ganz toll aus für sich alleine auch hoch. Und dann habt ihr auch so kleinere hier noch. Und wenn ich es jetzt rumdrehe, seht ihr auch die anderen Formen. Also hier habt ihr wie so Mauerwerk. Ist auch toll. Dann habt ihr hier so eine Prägung und ihr habt hier so kleine, ja, Löcher, Blubberblasen, wie auch immer man das, eben Muster und Texturen, die man auf einer Karte dann wunderschön auch verwenden kann. Genau, also geht super easy auszustanzen. Auch diese kleinen filigranen Teile lassen sich super ausstanzen. Und auch die kleinen, ja, ausgestanzten Teile kann man gut aus der Stanzform dann eben wieder rausholen, ohne dass sich da irgendwas zerreißt oder kaputt geht. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Zu den Preisen, das Stempelset allein kostet 21 Euro. Wenn ihr es als Produktpaket kauft, kriegt ihr wieder 10% Rabatt. Dann kostet das Ganze euch 66,50 Euro und die Stanzform alleine kosten 53 Euro. Genau. Dazu ergänzend, habe ich ja eben schon gesagt, gibt es ganz tolles Designerpapier. Und zwar ist es dieses hier und ich finde allein schon die Farben machen richtig Lust auf Frühling und auf Basteln und man möchte eigentlich dieses Papier gar nicht mehr aus der Hand legen. Ihr habt also 6 verschiedene Designs im Prinzip, vorder-rückseitig. Es sind insgesamt 48 Blatt, also von jedem Design 8 Blatt. Das sind einmal hier diese großen Schmetterlinge, diese kleinen Regenbogenschmetterlinge möchte ich es mal nennen. Dann habt ihr hier so ein, ja, ein Bild, das ist ja fast schon wie fotografisch gemacht. Diese Schmetterlinge sind auch ganz bezaubernd. Dann habt ihr hier mit diesen Farbverläufen und ihr habt dieses Muster. Und wenn man es dann rumdreht, dann habt ihr ja einseitige, in Anführungsstrichen einseitige Muster. Also neutrale Muster, die nichts mit Schmetterlingen zu tun haben, die aber das eben super ergänzen. Ich zeige es euch noch mal einzeln. Aber jedes für sich ist auch so ganz, ganz toll zu verwenden. Das finde ich auch ganz, ganz bezaubernd hier mit diesen Verläufen, diesen Wolkenverläufen. Ganz toll. Also ihr merkt, ich bin begeistert. Und enthalten sind die Farben Safrangelb, Schwarz, Bermuda-Blau, Kirschblüte, Calypso, Aventurin, Magenta-Rot, Mango-Gelb, Minzmakrone, Abendblau und Blutorange und selbstverständlich Weiß. Das ist das Papier. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, denn dieses Designpapier hier, dieses Design, das könnt ihr mit dieser Stanze einmal komplett ausstanzen, diesen mittleren Teil. Und dann habt ihr die Schmetterlinge ganz exakt ausgestanzt. Auch das habe ich euch mal gemacht. Und dann seht ihr das hier, habe ich eben ein Designpapier ausgestanzt und dann könnt ihr diese Schmetterlinge entnehmen und habt dann diese tollen, tollen Schmetterlinge auch einzeln aus dem Designpapier passgenau ausgestanzt. Ist doch eine tolle Sache. Also ich finde die wirklich ganz bezaubernd. Genau. Das Designpapier alleine kostet 14 Euro. Das gibt es, wie gesagt, nur jetzt, solange diese Voraktion läuft. Ja, und dann gibt es ja noch dieses Spezialpapier in Birkenoptik. Das kostet 6 Euro, hat die Maße 30,5 x 30,5, also 12 Inch mal 12 Inch. Und da kommen eben diese zwei Bögen. Und das hat eben im Vorder- oder im vorderen Bereich diese tolle Holztextur, auch mit so einer ganz leichten Prägung. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann. Und auf der Rückseite sieht es so neutral aus. Fast wie wenn man so eine Rinde vom Baumstamm abgenommen hätte. Die Rückseite, so wirkt diese Seite für mich. Und das Tolle an dem Designpapier, es ist relativ dünn, dieses Spezialpapier. Man kann es aber toll für Akzente ersetzen, super auch für Männerkarten und sowas. Und man kann dieses Papier, wenn es denn will, einfärben. In verschiedene Holztöne. Mit den Blends zum Beispiel könnt ihr das machen oder mit dem Schwamm. Die Blends gehen aber besser. Der Schwamm, das bleibt so ein bisschen oberflächlich drauf und die Alkoholmarker dringen in diese Textur einfach besser ein. Also ich würde euch empfehlen, es mit den Blends zu machen. Sei denn, ihr wollt nur so einen Hauch von anderer Farbe drüber haben, dann geht es auch mit dem Pinsel. Aber ansonsten würde ich euch die Blends zum Einfärben auch empfehlen. Und da könnt ihr dann in den verschiedensten Schattierungen und Tönen dann eben dieses Designer oder dieses Spezialpapier
einfärben und habe dann ganz, ganz viele Effekte auch damit. Genau, also wie gesagt, 6 Euro und das gibt es auch nur in dieser Voraktion. Genau, jetzt habe ich auch noch ein paar Beispiele für euch. Und zwar starte ich mit diesem hier. Da habe ich den Gummistempel einmal in verschiedenen Farben eingefärbt, abgestempelt und dann ja eine kleine Karte draus gestaltet, noch einen kleinen Schmetterling hier aus dem Designerpapier ausgeschnitten und fertig ist die Karte. Kann auch zu jedem Anlass genutzt werden in verschiedenen Farbtönen, Schattierungen. Also das funktioniert super toll. Das ist das eine. Das nächste Beispiel ist diese Karte. Die habe ich für die Team-Challenge im Februar gemacht. Da war das Thema Ostern bei uns im Team. Und da seht ihr hinten das Designerpapier. Und da habe ich die Goldflocken drauf gemacht. Diese hier aus dem Mini-Katalog. Habe hier einen Schmetterling mit den Blends koloriert. Habe noch kleine Goldakzente draufgesetzt. Und noch ein kleiner Gruß. Und fertig ist eine wirklich schöne Osterkarte. Eben mit diesem Goldeffekt sieht das wirklich ganz toll aus. Und da habe ich mich eben an diesem Designerpapier orientiert, wo überall weiß war oder hell war, habe ich diese Goldflocken draufgesetzt. Und dann hat man ein besonderes Osterei. Die nächste Idee ist diese Karte. Da habe ich den Schmetterling 3D hier geklebt. Und der ist ausgestanzt aus dem Glitzerpapier aus dem Jahreskatalog. Und das hat schon so einen Farbverlauf auch. Und da habe ich eben mir das zunutze gemacht, noch ein bisschen im Hintergrund gestempelt, ein kleiner Spruch drauf und fertig ist eine wirklich hübsche und sehr schnell hergestellte Geburtstagskarte oder Glückwunschkarte. Dann habe ich diese kleine Idee für euch. Das ist hier so eine Holzklammer, da habe ich einfach ein Schmetterling mit ein bisschen Silberdraht draufgeklebt, ein für dich und das könnte man jetzt an einem Geschenk oben mit dran pinnen oder wenn man jemanden Blumen vorbeibringt, einfach diesen kleinen Sticker oben mit in die Blumen rein. Und der kann sie dann in den Blumen lassen oder sich woanders hinstecken, dieses Holzklemmerchen. Und ja, einfach als kleiner Gruß gedacht. Genau, dann geht es weiter mit dieser Karte. Und da habe ich eben diesen großen Schmetterling aus dem Designerpapier genommen. Und habe aber, ich zeige es euch mal, ich muss das bloß mal hier rausholen, habe diese Abschnitte hier verwendet. Also ich finde es immer schade, wenn man vom Designerpapier so viel wegtun muss. Natürlich könnte man jetzt die Rückseite als Streifen verwenden. Das würde auch super funktionieren. Oder hier nochmal was Kleineres ausstanzen. Aber ich bin jetzt hergegangen und habe mir die einzelnen Schmetterlingsteile ausgeschnitten und habe die praktisch als Rahmen hier wieder aufgeklebt. Habe hier den großen Schmetterling so zentral einmal drauf, einen kleinen Spruch und fertig ist dann eine große quadratische Karte, eigentlich aus Resten in Anführungsstrichen. Ne? Also das ist auch immer ein schöner Effekt, den man da erzielen kann. Hinten dran ist auch noch Designerpapier geklebt. Könnte man jetzt auch stempeln oder sowas machen. Also das funktioniert auch. Dann habe ich diese kleine Karte. Da ist auch wieder ein Schmetterling solo geklebt. Hier habe ich die Karte mit dem Hammerschlagprägefolder geprägt. Und ein bisschen Designerpapier noch ausgestanzt, den Schmetterling mit dem Wink of Stella ein bisschen beglitzert. Das passt auch zu vielen als kleiner Gruß oder irgendwo in ein Geschenk mit dran oder so. Genau. Die nächste Karte ist diese hier. Da habe ich das Designerpapier geprägt. Das hat ja auch diesen Farbverlauf schon. Und dann habe ich das einfach mit kleineren Sachen auch ergänzt. Kleiner Spruch noch. Und wie ich finde, auch eine ganz hübsche Frühlingskarte. Die nächste Idee ist auch ganz zart. Die mag ich auch ganz besonders. Hier habe ich Transparentpapier übergelegt. Dann aus den schwungvollen Grüßen. Wie heißt es denn richtig? Schön schwungvoll heißt das Set, genau. Hier noch den Spruch, viel Schwung im neuen Lebensjahr. Die kleinen Schmetterlinge hier einzeln aufgeklebt. Und den Verlauf vom Designerpapier, das lebt ja schon allein davon. Und auch ganz schnell ist ein Kärtchen entstanden. Die nächste Idee, die ich habe, und da zeige ich euch das Holzpapier, das ist diese Box. Da habe ich das Papier einfach als Akzent einmal um die Box rumgeschlungen. Das sind ja diese Pizzaschachteln von uns und habe das so ein bisschen, ja, so ein bisschen im Waldlook hier gehalten, weil das für einen Mann gedacht ist. Und ja,
Da habe ich einfach den Stempel koloriert, hier hinten dran nochmal im Hintergrund gestempelt und das Papier einfach so als Banderole genutzt. Man könnte es jetzt auch auf der Karte irgendwo aufkleben, würde auch funktionieren. Aber so geht es auch und das ist auch ein schöner Effekt. Genau, und mein letztes Projekt sieht auf den ersten Blick überhaupt nicht nach Schmetterlingen aus. Das ist sozusagen auch so eine Restekarte, die da entstanden ist. Und zwar bin ich hergegangen. Ich zeige euch das nochmal am Stempel. Der Stempel hat hier immer solche Ausschnitte zwischen den einzelnen Schmetterlingen. Die kann man auch einzeln rausnehmen. Und die habe ich mir auf einen Stempelblock gezogen. Und so entsteht dieses Leopardenmuster hier neben. Dann kann man also auch ganz tolle Leopardenmuster stempeln. Zieht es einfach auf den Block, mehr oder weniger kann man drauf machen. Das sind jetzt hier alle Ausschnitte aus diesem Stempel. Und dann ist eben diese Kinderkarte entstanden für den Leon. Und ja, wie ich finde, auch eine süße Idee, auch zum Beispiel für jemanden, der gern Leo Prinz oder sowas auch mag, kann man das natürlich dann, jetzt vielleicht nicht in dieser kindlichen Form, aber doch abgewandelt dann auch verwenden. Genau, also ihr seht, sehr, sehr vielseitig dieses Set. Mir gefällt es total, ich bin total begeistert. Und ja, sichert euch das, wie gesagt, die Aktion startet am 2. März und läuft bis zum 3. Mai. Und das tolle Designerpapier gibt und das Holzpapier gibt es eben nur in dieser Zeit. Das Stempelset und die Stanzformen gibt es darüber hinaus auch dann im neuen Jahreskatalog. Genau, so viel dazu. Und dann möchte ich euch noch auf eine Aktion hinweisen. Und zwar habe ich im März meinen 5. Demo-Geburtstag. Jedes Jahr im März lasse ich mir da auch was für euch einfallen. Und dieses Jahr ist es eben der 5. Und ich wollte mich einfach bei euch bedanken für eure Treue, dass ihr bei mir bestellt, dass ihr meine Videos guckt, dass ihr mich unterstützt und ja, mir ganz viel Feedback auch gebt. Das ist ganz, ganz toll. Und meine Aktion im November, die ist so gut angekommen, dass ich die gerne jetzt zu meinem Demo-Geburtstag wiederholen möchte. Und zwar gibt es ab 100 Euro Bestellwert bei mir, bei Stempelbund, 10% des Bestellwertes als Shopping-Vorteil gratis dazu. Und zwar in Form von Ware. Also wenn ihr jetzt, Beispiel, wenn ihr jetzt für 100 Euro bestellt, dann bekommt ihr für 10 Euro weitere Ware von mir geschenkt. Die dürft ihr frei wählen. Die kommt dann mit ins Paket oder ich schicke sie euch nach, je nachdem, wie ihr ordert. Und ja, das ist mein Dankeschön an euch, praktisch mein Geburtstagsgeschenk für euch. Das Tolle ist ja, ab 200 Euro Bestellwert bekommt ihr ja von Stampin' Up Shopping-Vorteile. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel für 200 Euro bestellt, bekommt ihr für 20 Euro weitere Ware von Stampin' Up. Und von mir würdet ihr dann auch nochmal für 20 Euro Ware bekommen. Also je mehr ihr bestellt, umso mehr profitiert ihr davon. Gelten tut das Ganze ab 100 Euro Bestellwert. Wichtig, die Laufzeit der Aktion ist vom 2.3. bis zum 23.3.2021. Und das ist eine alleinige Aktion von mir, von Birgit Seidler Stempelbund. Das hat nichts mit Stampin' Up zu tun. Diese Shoppingvorteile, diese extra Shoppingvorteile von mir, diese 10% Shoppingvorteile ab 100 Euro Bestellwert, die gibt es nur bei mir. Diese regulären Shopping-Vorteile, die könnt ihr bei jeder anderen Kollegin natürlich auch erhalten. Das ist außer Frage. Aber diese 10% auf den Bestellwert, ab 100 Euro Bestellwert, die gibt es nur bei mir, bei Birgit Seidler Stempelbund und auch nur in der Zeit von 2.3. bis 23.3. Ganz wichtig auch, meine Geburtstagsgutscheine für euch, die ihr immer erhaltet, wenn ihr Geburtstag habt, die sind in dieser Zeit leider nicht einlösbar. Die könnt ihr danach wieder einlösen. Und ja, also sichert euch dieses Set, wenn ihr es ergänzt, wenn ihr komplett alles kauft, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Oder habe ich es gesagt? Weiß ich jetzt gar nicht. Das komplette Set, also die Stanzform, das Papier, das Designerpapier und das Stempelset insgesamt kosten 86,50 Euro. Wenn ihr da noch ein bisschen was dazu bestellt, noch einen Farbkarton oder ein bisschen Klebemittel oder vielleicht noch ein anderes Stempelset oder eine Papierschneidemaschine oder was auch immer ihr vielleicht noch benötigt, dann kommt ihr ja schon auf diesen Bestellwert von 100 Euro und dann dürftet ihr euch für 10 Euro noch was dazu bestellen.
Also zum Beispiel nochmal das Holzpapier oder nochmal das Designerpapier mit einer kleinen Zuzahlung. Da seid ihr aber frei, ihr dürft es wirklich frei wählen. Und ja, wie gesagt, ich kann euch das alles nur ans Herz legen. Ich finde diese Reihe wirklich ganz, ganz toll und ganz bezaubernd. Und es macht so Lust auf Frühling. Also, wie gesagt, meine Geburtstagsaktion und diese Aktion mit den Schmetterlingen startet zum 2.3. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Überlegt es euch gut. Ich würde mich freuen. Eure Vorbestellungen nehme ich selbstverständlich gerne schon entgegen. Und ja, wünsche euch dann, wenn ihr das tolle Set habt, ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Genau, soweit von mir. Alle Infos auch nochmal zum Nachlesen, der Flyer zum Download, das findet ihr alles unter www.stempelbund.de. Ganz wichtig noch ein Hinweis, wir sind noch in der letzten Woche der Celebration, die läuft ja jetzt noch bis zum 28.02. Also da könnt ihr euch auch noch Gratisprodukte sichern. Dieses Set gibt es allerdings erst ab dem 2.3. Aber wenn ihr noch bis zum 28.02. einsteigt bei Stampin' Up, dann könntet ihr euch dieses tolle Set auch schon mit in euer Starterpaket legen. Das würde auch funktionieren. Noch bis zum 28.02. läuft ja diese Einstiegsaktion. Also da könnte man vorab auch schon diese tolle Schmetterlingsreihe mit dazulegen. Genau. Alle Infos findet ihr auf meinem Blog. Ich wünsche euch viel Spaß. Das war's für heute. Und wir sehen uns dann im nächsten Bastelvideo. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss.